Ja, hallöle, meine lieben Freunde, sehr verehrten Damen und Herren, Penisklopfer und Penisklopferinnen. Was? Willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, von Dr. Prestige Hypergun und von Dr. Elektroschocker Roffelkopter. Haha. Ich will nicht angeben, ich bin noch Prestige 1. Also, ne? Sag mal nix. Level 67. Ja. Wir haben uns gedacht, wir machen das jetzt als Ersatz für DayZ. Hat ja auch ein bisschen was mit Waffen zu tun, MW3. Nur so ein kleines wenig. Aber ich werde voll die Probleme bekommen, weil ich ja eine Schnittwunde an meinem Finger habe und damit jetzt die ganze Zeit sprinten muss. Ich mache jetzt meine weiche Unterlage mit Klopapier. Das ist natürlich doof. Ich mache mir eine Klopapierunterlage. Du machst eine Klopapierunterlage. Ja, ich mache eine Klopapierunterlage. Stumm. Ach, als Mund. Direkt nach Sturm schalten. Genau. Wir spielen natürlich Village und meine Klassen können das ein bisschen sehen hier. Ich habe MP7, die erste Klasse, die spiele ich mit Rückstoß und Schnellfeuer, dann die MP9, Semtex Erschütterung, Fingerfertigkeit schnell ziehen und Meisterstütze und unterstütze Spiellobby geschlossen, deine Mutter. Entschuldigung. Oh. Dann habe ich noch eine zweite MP7 Klasse, die spiele ich mit Entfernung und Schnellfeuer, auch MP9. Ja, und den Rest kennt ihr schon. Arkaden. So kann ich nicht sagen, ich wollte ein Polster und keine Matte auf meiner kompletten Tastatur. Mann. Läuft bei dir. So, übrigens, meine Klasse, mit der ich jetzt spielen werde, MK14 mit Rotpunkt und Rückstoß, Scorpion auf Charlie, Semtex, Erschütterungsgranate, Fingerfertigkeit Pro, Schnellziehen Pro, Meisterschütze und auf den Streaks habe ich 3 Sachen bei Unterstützer, weil ich einfach scheiße bin und ich mir keine Sorgen um meine Streaks machen will. Ja, und Züge mache ich auch. Also ich muss gar nicht ehrlich sagen, Übrigens, ja. Nicht wundern, Leute, dass ich mich so komisch anhöre oder mal sowas kommt. Ich bin krank, habe gerade nur 30 Frames. Ich auch. Ja, und hab einen Hustenbonbonchen im Hals. Das hast du aber schön gesagt. Ja. Was ich sagen wollte, was mich angeht, kennt ihr diese Spiele, ja, oder was meine Reaktion bei diesen Spielen, wie die so ist, ja, das kennt ihr schon von Black Ops 2, da habe ich schon 3 Videos zu gemacht, oder auch mehrere Videos zu MW3, allerdings nachkommentiert, dieses live kommentiert, also live gespielt und gleichzeitig kommentiert, ja. Was nennt man übrigens ein Let's Play? Meine ich doch, ja. Ja, also ich habe schon durch die Tatsache, dass ich hier... Ist das der Lobby rausgeflogen? Nö, der mir lädt der immer noch. Der lädt noch? Jo. Die Runde läuft schon. Ja. Ja, das sehe ich. Die Runde läuft schon rüber. Hey, FMG9 Akimbu. Akimbu. Ah, da hatte ich so viel in letzter Zeit gehabt. Ja, ist klar. Weißt du, da... Kämpfte da einer in so einer pisseligen Ecke, ja. Mhm. Und dann. Ah, nee. Das geht schon gut los, Leute. Ja. Das geht schon bei mir gut auch. Los. Das laggt bei mir voll. Das laggt bei mir auch übelst. Ich muss mal. Kann ich die Grafik etwas. Scheiße, ich kann die nicht runterstellen. Verkackt. Ja, ein Kill wenigstens. Ofer. Ja, kein Kommentar. Kein Kommentar. Wir haben da hinten einen Psycho, der knallt hier alles ab. Ich bin tot. Nicht nur du. Meine Marke, danke. Und was denn hier? Ich habe so einen Drecks-Aim gehabt gerade. Das ist ja irgendwie genial. Jetzt steht in meinem Namen, ja. In der Liste hier vom Game. Moment.
muss mich gerade konzentrieren. Was? Zu killen. Mhm. Bist du tot? Du bist tot. Ja, ich sterbe die ganze Zeit immer, weil ich komme nicht klar. Bei dir steht jetzt, also bei mir steht jetzt der ZLP davor, ne, Clan, dann steht da Hypergun 9 und bei dir steht ZLP Roffelkopt. Roffelkopt. Oh, übrigens, Leute, Ach, kacke. Vielleicht mögen es mir irgendwann mal ein paar Leute auf den Hals binden, aber ich wurde noch nie von einer Moab getroffen und ich werde auch auf diesem Account nicht von einer Moab getötet werden. Ah, ja. Das heißt, wenn Moab kommt, ist aus der Lobby. Mhm. Genau. So lüft das bei uns. Ja. Ja, bei dir gezwungenermaßen, weil ich rausgehe. Ja, gut, mach doch nicht. Mogby. Oh, bei mir lübt jetzt langsam hier, weil die FPS-Zahl sich eingekriegt hat hier. Ich wollte gerade irgendwie mir ein Wort ausdenken, aber mir fiel nichts ein. Penis vielleicht? Ja, weil die FPS-Zahl sich eingepenist hat. Wenn die Penis-Zahl sich einge-FPS-t hat. Aha. Boah, ich hab immer noch so Lecks. Moment, ich... nee. Was ist denn das, Leute? Also... Kennt ihr dieses Scheißgefühl, wenn ihr auf euch auf einen konzentriert und dann von der anderen Seite ein anderer kommt? Das haben meine Freundinnen immer. Verstehst du jetzt nicht, ne? Meine Fresse, ey. Nein, du hast keine Fresse. Abschuss bestätigt ist manchmal schon was für den Po. Soll ich da sagen, warum? Weil ich nach dem Kill direkt die Marken einsammeln will und dann immer von der anderen Seite gekillt werde. Ja, du bist halt ein Lapon. Ich dachte schon. Aha. Lapon? Ach komm, du scheiß Poncho oder wie auch heißt. Ich hab 7 zu 15, er leckt mich doch ab. Rosette wollte ich sagen. Schwul. Ja, der war, komm, der war noch harmlos ausgedrückt. Mein Finger tut ja weh. Dein Finger schon. Ja. Ah, hier heißt einer Memo. Interessanter Name. Das ist aber auch echt assi. Ich hab mir da echt im Holz reingeschnitten. Hm? Und jetzt tut das echt derbste weh. Hey, man, natürlich scheiße. Yay. So, jetzt schmeißen wir hier mal den Explosivköder. Da ich ja so schön mit Unterstützung spiele. Nehmen, dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Ich erinnere dich nur an GEMA. GEMA, ne? Ja, die mag mich. Ich sagte GEMA, da, GEMA. Kann ich mir vorstellen, dass die dich mag. Mhm. Die habe ich schon dreimal angeschrieben. Nett, oder? Dreimal. Ja, aber ich finde irgendwie, die sind ein bisschen aufdringlich. Ich meine, hallo, die haben mich schon das dritte Mal angeschrieben. Ich antworte einfach nicht drauf. Die haben auch gesagt, komm. Die wollen, vielleicht wollen die ja bald von mir Geld haben, ne? Also, wenn die mich nochmal anschreiben, vermute ich mal, dass die irgendwie Geld wollen oder so. Das sind bestimmt voll die Geldgeier. Okay. Das sind sowieso geldgeile Säcke, ey. Ja. Wieso? Haben kann sie wieder stundenlang über die scheiß GEMA aufregen, ja. Feindliche Moab, deine Mutter. Das kann doch nicht wahr sein, Spiel, ey. Ne? Ja, genau. Emblem? Was hab ich denn für ein Emblem? Achso, ich bin Level Up. Das waren sowieso Kack-Leute, die ja. Naja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich wieder, boah, was seid ihr Lutscher, was seid ihr Loser, ey. Ja, ja, wir sind einfach Lappen. Wir sind dumm. Ja, wir können's halt nicht, weißt du. Apropos, hast du schon mal getrocknetes Obst gegessen? Ja. Boah, ich hab hier so getrocknete Mango, ey, boah. Mango. Ah, oh, nicht Mongo, Mango. Mango. So. Einstellung übernehmen, ja. So. Mal gucken, auf wie viel FPS ich denn komme jetzt. Moment. Wo hast du das gemacht? Unter Einstellungen. Ja, muss ich aber die Party verlassen? Nö. Na klar. Nö. Wieso nö? Du gehst auf Quartiere, Optionen, Grafik, Grafikeinstellungen, dann holst du dir einen runter. Das ist... Boah.
Super, Profi. Und mein Ohr juckt wieder mal derbe. Dann, wenn du die unterbrochen hast, dann mache ich. Ja. Tschüss. Leg mich doch am Arsch, ey.